Hallo Freunde! Vielen Menschen schenken wir unser uneingeschränktes Vertrauen. Zum Beispiel unseren Eltern, Lehrern oder auch Ärzten. Doch dass diese Menschen auch Fehler machen und manche von ihnen dunkle Geheimnisse verbergen, ist oft unvorstellbar. Umso schockierender ist es, wenn bei solchen Vorbildern dunkle Geheimnisse ans Tageslicht kommen und sich Dinge offenbaren, die keiner für möglich hielt. Tierärzte genießen unser vollstes Vertrauen, denn wir bringen ihnen unsere kranken Haustiere, in der Hoffnung, dass sie bald wieder gesund werden. Niemand würde je auf den Gedanken kommen, dass solche Autoritätspersonen was Böses im Schilde führen. Doch in diesem Fall hatte man sich gewaltig geirrt. Bei einem Tierarzt in England machte die Polizei eine schockierende Entdeckung. Er führte anscheinend ein Doppelleben, von dem niemand was wusste. Die Polizisten kamen eigentlich wegen häuslicher Gewalt vorbei. Denn es gab einen heftigen Streit zwischen dem Arzt und seiner Frau. Zufällig wurden die Beamten auf eine Falltür im Boden aufmerksam. Misstrauisch öffneten sie die Luke und sahen eine Treppe, die in einen geheimen Kellerraum führte. Sie gingen hinunter und konnten nicht glauben, was sie sahen. In dem dunklen Kellerraum befanden sich 30 Katzen und Hunde, darunter 12 Huskies, die in ihren eigenen Exkrementen lebten und kaum Futter und Wasser bekamen. Sie waren schon fast verhungert. Bei manchen Tieren zeigten sich sogar Spuren von körperlicher Misshandlung. Wie lange genau sie dort eingesperrt waren, ist unklar. Der Arzt sowie seine Frau mussten sich vor Gericht für die Tat verantworten. Allerdings schoben sie sich die Schuld nur gegenseitig in die Schuhe. Der Richter glaubte den beiden Tierquälern kein Wort und steckte sie für 6 Monate ins Gefängnis. Meiner Meinung nach viel zu kurz. 21 Tiere wurden glücklicherweise bereits in ein neues Zuhause vermittelt. Die anderen warten noch auf eine Adoption. Hättet ihr sowas von einem Tierarzt erwartet? Und was genau läuft bei solchen Menschen falsch? Schreibt es mal in die Kommentare. Hier könnt ihr euch gerne noch weitere Videos von mir anschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonnieren und Glocke aktivieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!